Er schickt gerade die Bomben. Nein. Bombs? Hallo allerseits. LP. Bomb. Hier. Und willkommen zu. Wii. Nice. Also willkommen zu Folge 70 von Hashi Fati Bomben. Für die, die nicht wissen, was Hashi Fati Bomben ist, in Hashi Fati Bomben werde ich eure Fragen beantworten. Mal ernst, mal weniger ernst. Unter dem Hashtag Fati Bomben. Oder Hashtag LP Bomb. Je nachdem, was euch lieber ist. Ja. Yeah. Da habe ich wohl vorige Woche wohl ein bisschen zu hart gefeiert, so wie es aussieht. Was man darunter versteht. Ja, der Zui, der Bettler und der Newbomb sind vorbeigekommen, haben meinen Geburtstag nachgefeiert letzte Woche. Und ja, Zui ist noch relativ spät geblieben. Ich glaube bis 3:30 nachts, beziehungsweise 3:30 in der Früh, wenn man zusieht. War wirklich nice, war wirklich nice. Haben mit ihm auch so ein kleines Joke-Bild gemacht, habe ich auch auf Instagram veröffentlicht. Und ja, als ich danach am nächsten Tag aufgewacht bin, war schon ein bisschen spät. Keine Zeit gehabt, der Schiff hat die Bomben aufzunehmen und so weiter. Ich kam gerade noch so mit den Displays hinterher. Und apropos, wenn ich schon mal über die Displays spreche, ja, alle wissen zwar schon Bescheid, aber der Großteil hat dafür gestimmt, dass Rayman Revolution als nächstes displayed werden sollte, was ja gerade ja auch am Laufen ist. Und das Spiel ist tatsächlich kürzer als gedacht, also von Need for Speed Heat, was ja in circa 3 Wochen rauskommt. Ich glaube, ich werde schon garantiert vorher fertig, so wie es aussieht. Da muss ich mir irgendein Übergangsprojekt einfallen lassen, damit hier dann keine riesen Lücke vorhanden ist. Stimmt, das habe ich noch vergessen zu sagen. Neue Spiele haben Priorität gegenüber den Abstimmungen. In dem Fall ja Need for Speed Heat. Und sobald dann das Final Fantasy VII Remake rauskommt, wird es dementsprechend dann auch ja vor dem abgestimmten Display kommen. Aber ja, um nochmal auf die Geburtstagsfeier zurückzukommen, da habe ich schon ganz nice Sachen bekommen. Von Nukebomb einen Gutschein, Bettler ein bisschen Money, weil YouTube läuft nicht. Und von meinen Eltern ja auch ein Subaru-Hoodie. Habe ich ja ein paar Bilder auf Instagram veröffentlicht. Und was ich außerdem auch noch erhalten habe, ist, habt ihr auch bestimmt auf Instagram gesehen, wenn ihr mir hier folgt. Ja, ein Subaru-Modellauto. Very nice. Aber ja, ziemlich schick das Ding. Ist hier im 1:18 Format. Und es ist ziemlich qualitativ hochwertig. Also sehr detailgetreu. Ist übrigens das japanische Modell, deswegen hat es auch nur diesen kleinen Spoiler und nicht die riesen Frittentheke, ja, wie es der Rest hat. Aber wirklich nice, wirklich nice. Ich würde es, glaube ich, sogar echt für einige Zeit so in der Box drinnen lassen. Und ich werde es wahrscheinlich auch irgendwo im Hintergrund ab jetzt in Hashi Fati Bomben stehen lassen. Hier ist, glaube ich, eine gute Stelle. Aber ja, ich habe jetzt ein Subaru T-Shirt, ein Subaru Hoodie, ein Subaru Modellauto und ja, wo ist das Subaru Auto? Und ansonsten sind eigentlich die letzten 2 Wochen nicht viel passiert. Ja. Yeah. Also dann schauen wir uns doch mal an, was meine bombastischen Abonnenten für Fragen gestellt haben. Wie findest du zu Greta Thunberg, also das, was sie macht? Wie findest du zu? Gute Deutsch! Gute Deutsch! Aber ja, wie ich die Greta Thunberg finde, beziehungsweise wie Mois sagen würde. Ach ja, die Greta Thunfisch. Ja, also das, was sie macht, ist auf jeden Fall sehr positiv. Vor allem für ihr Alter. Ich meine, sie ist gerade mal 16. Ich meine, was machen Mädchen normalerweise in diesem Alter? Draußen spielen? Sich gegenseitig Zöpfe flechten? Ach nee, Moment, das war vor 20 Jahren. Die Bravo lesen? Über Jungs reden? Ach nee, das war vor 10 Jahren. Stimmt, die machen ja jetzt heutzutage inzwischen einen auf Instagram und Snapchat Model. Ich habe mich ein bisschen eingelesen, aber ich würde mich jetzt keineswegs als Experte bezeichnen. Sie hatte die Fridays for Future Organisation gegründet und das auch ja mit sehr viel Erfolg. Auf der ganzen Welt wird freitags die Schule boykottiert und sie wurde ja auch in die Liste der einflussreichsten Personen 2019 auch ja aufgenommen. Also ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und ihre Rede damals bei den Vereinten Nationen, daraus ist auch so ein bisschen ja ein kleines Meme geworden. How dare you? Und ja, die Greta macht auf jeden Fall einen guten Job, alle darauf aufmerksam zu machen, dass wir uns mehr um den Klimaschutz kümmern müssen. Jeder kann ja seinen kleinen Teil dazu beitragen. Und wenn das alle machen, kommt ein was Riesiges zustande. Ich selbst tue auch im ziemlich selten Autofahren, ich tue wenn möglich mit dem Fahrrad fahren. Und wenn ich mal etwas weiter wegfahren müsste, ja, dann nehme ich das Motorrad anstatt das Auto. Ist ein bisschen umweltschonender, aber das kommt zum Glück ziemlich selten vor. In 95% der Fälle fahre ich mit dem Fahrrad. Ja. Und ja, kurz zusammengefasst kann ich sagen, Greta macht auf jeden Fall was sehr Positives. Viele sollten sich ein Beispiel daran nehmen. War Hashi Fati Bomben langweilig ohne mich? Hehe. Ja, auf jeden Fall. Die letzten Folgen, wo du nicht mit dabei warst, waren richtig schlimm. Sehr schlimm. War kaum auszuhalten. Schlimmer als Dark Souls auf einer Guitar Hero Gitarre zu spielen. Aber ja, ist auf jeden Fall nice, dass du wieder etwas aktiver mit am Start bist. Fehlt nur noch Dili. Ist ja auch in letzter Zeit ein bisschen inaktiv hier geworden. Nur noch Pizza oder nur noch Pommes im Leben essen? Also... Pommes! Ey,
Boah, also nur noch Pizza oder nur noch Pommes? Also, ich würde nur Pizza nehmen, weil bei Pizza gibt es ja verschiedene Beilagen und so weiter. Dementsprechend kann man da auch sehr stark variieren. Man kann da auch sogar eine ziemlich gesunde Pizza essen. Und bei Pommes, mei, was gibt es denn da? Aus normalen Kartoffeln, aus Süßkartoffeln. Also da hast du auf jeden Fall sehr viel weniger Variation. Objektiv gesehen ist, glaube ich, Pizza besser. Cola oder Fanta? Gar nichts von beiden. Was da? Lass da wohl wir. Mega die tiefgründige Folge geworden mit der Frage. Haha, gefällt mir. Übrigens feiere ich deine Antwort. Ich habe gleich zwei für dich. Erstens, was motiviert dich? Zweitens, kannst du dir vorstellen, auch mal ein Horrorgame zu zocken? Danke dafür. Und, was mich motiviert, also. Darüber habe ich nie wirklich nachgedacht, muss ich gestehen. Also so etwas wie ein Idol habe ich jetzt nicht wirklich, muss ich gestehen. Also ich würde sagen, was meine Motivation ist, seid ihr Leute eigentlich, ja. Weil YouTube ohne euch ist ein kleines bisschen trostlos und ja, und eure positiven Kommentare sind auf jeden Fall sehr wirklich motivierend. Tue ich wirklich sehr wertschätzen. Und es tut mich außerdem auch sehr motivierend, gemeinsam mit euch auch den Kanal größer werden zu lassen. Die Chancen, dass das passiert, sind zwar relativ gering, aber wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ob ich mir mal vorstellen kann, ein Horrorgame zu spielen, ja, warum nicht? Wäre bestimmt ganz funny. Vor allem ja auch mit Sui wäre es bestimmt ganz lustig. Woher kommst du? Geschwister, Familie, Eltern? Du hast noch vergessen, nach meiner Personalausweisnummer zu fragen, meine IBAN, meine Blutgruppe und sehr wichtig, wirklich sehr wichtig, die Lohnsteuer-ID. Weil du weißt ja ganz genau, ohne die Lohnsteuer-ID geht gar nichts. Frag das Finanzamt. Und wenn du schon dabei bist, frag am besten auch Monte, was er davon hält. So, das war's mit all den Fragen. Und falls eure Fragen nicht beantwortet wurden, keine Sorge, es geht immer noch nächste Woche. Lasst übrigens ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Und falls ihr eine der ersten herausfinden wollt, wann ich etwas Bombastisches uploade, dann abonniert den Kanal. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und falls es euch interessiert, mein Instagram-Name steht unten in die Videobeschreibung. Also, das war's mit dem Video. Bis dahin.